Hallo meine Lieben, ihr seid auf der Suche nach einem historischen Krimi, einem, der euch an einen Sherlock-ähnlichen Charakter bringt, der allerdings ein großes Alkoholproblem hat. Und es geht auch um, das darf ich euch nicht verraten, dann wisstet ihr ja schon zu viel. Dann seid ihr jedenfalls richtig, viktorianischer Krimi trifft es ziemlich genau. Wir werden jetzt gleich darüber reden, aber vorher lasst uns das gerade machen mit der Sache mit der Transparenz. Dieses Buch habe ich vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, um es euch hier vorstellen zu können, aber mir wurde nicht vorgegeben, was ich darüber zu sagen habe, was ich davon zu halten habe. Es ist halt ein Rezensionsexemplar, das ich auch nicht behalten konnte. Es ist geliehen gewesen vom Verlag, um es hier halt vorstellen zu können. So, dann wisst ihr die Konditionen. Das andere ist unten in der Infobox, ist alles für euch verlinkt. Die Links gehen zu Amazon. Wenn ihr über diese Links irgendetwas bestellt, auf der Plattform bekommen wir Prozente. Für euch ändert sich nichts, aber ihr unterstützt damit den Kanal oder die Kanäle. Das ist hier ja unser Zweitkanal. Unten in der Infobox findet ihr außerdem noch Vlog-Sachen. Da habe ich euch genau geschildert, wie ich das Buch fand. Ihr seht dann halt meine Lesefortschritte. Ich setze mich ja so gut wie jeden Tag vor die Kamera und erzähle euch, wie fand ich ein Buch, wie ist es, wie wirkt es auf mich. Und genau das findet ihr in diesen Vlogs. Und da habt ihr auch immer Zeitstempel. Das heißt, ihr könnt dann auf Ruf der Rosalka gleich drauf gehen und habt dann da die einzelnen Abschnitte. In einem Video kommt es meistens zweimal vor, weil ich ja immer zwei Tage aufnehme, immer erst den einen Tag, dann den anderen Tag und das wird zusammengeschnitten. Zumindest in den meisten Fällen ist es so. Ja, und jetzt wollen wir auch zum Buch an sich kommen. Dieses Buch entführt in das viktorianische London. Und warum habe ich überhaupt dazu gegriffen? Ach, hallo, das Cover. Es ist mega interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es richtig toll finde. Im ersten Moment ja, ich war spontan verliebt. Im zweiten Moment geht mir da einfach viel zu viel auf diesem Cover vor sich. Es spielt auch im September, also wenn ihr ein September-Buch haben wollt. Ich glaube, es endet am 16. September. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist ein September-Buch. Hat sich also für mich gerade richtig gut gepasst, es auch im September zu lesen. Es ist der Auftaktband zu einer Reihe und ich habe dazu gegriffen, weil es klang wie historischer Krimi. Trifft Liebesroman. Es ist kein Liebesroman, das sage ich euch gleich. Es ist keine Liebesgeschichte da drin, die ihr verfolgen werdet. Die Liebe könnt ihr euch dann mal gerade abschmieren. Es ist kein Ermittler-Duo, das sich dann verliebt oder na, so ein paar Funken zwischen den Sprühen. Nein, so ist es nicht. Das habe ich erwartet, das ist es aber nicht. Trotzdem, worum geht es eigentlich? Es geht um Lewis. Lewis ist ein brillanter Kopf. Lewis ist so eine Art Sherlock. Er macht diese ganzen Kriminalfälle, die er mitbekommt, in denen er ermittelt, so als Privatperson. Die macht er zu Romanen oder überhaupt zu Büchern. Und er hat zahlreiche Fans, nur er hat jetzt so viel Schlimmes in seinem Leben gesehen, dass er an der Flasche hängt. Er ist ein Trinker geworden. Und wir lernen ihn auch gleich kennen als Trinker. Er und sein Hund sitzen in so einer Kneipe und er ist schon ziemlich blau. So, und als er dann da rausgetorkelt kommt, sich dann noch auf den Latz legt, weil sein Hund da entdeckt er, dass da unten Polizei steht am Wasser und sie holen da gerade so einen Sack raus und irgendjemand ist gestorben und dann steht da noch eine Frau, die singt, er hört diese Stimme, er folgt ihr und diese Frau bittet ihn letztendlich zu ermitteln in dem Fall. Sie kennt die Frau, meint sie zu kennen, gekannt zu haben, die sie da gerade aus dem Wasser gefischt haben, aber so wirklich kann sie sich nicht an deren Namen erinnern oder was da passiert ist, nur sie weiß eins, er ist die einzige Chance auf Hilfe. Er ist die einzige Chance, dass wirklich dieser Mord aufgeklärt wird.
Und schnell findet er heraus, dass das nicht der erste Mord dieser Art war. Dass es jemanden gibt in London, der die Straßen unsicher macht. Und nein, es ist nicht Jack the Ripper, es ist der Drowner. Ja, die Geschichte wird aus zwei Perspektiven erzählt. Es wird einmal die Perspektive von Louis erzählt. Louis, der halt, wie gesagt, jetzt ermittelt und mit seinem Alkoholproblem zu kämpfen hat. Und das andere ist halt Kate. Und Kate ist eine Person, die sehr mich an die reale Persönlichkeit Nellie Bly erinnert hat, die Journalistin. Sie ist mutig, sie versucht sich in einer Männerdomäne im Viktorianischen durchzusetzen. All das hat sie mit Nellie Bly gemeinsam. Und ja, sie kommt in diese Stadt völlig alleine und versucht als Journalistin Fuß zu fassen. Die ganze Geschichte hört sich gut an. Sie brauchte nur für mich irre lange, um eine... Ich sage jetzt einfach mal das englische Wort Connection zu mir herzustellen. Ich habe mich nicht für diese Charaktere interessiert. Ich fand Louis unsympathisch. Diese ganze Sauferei, dieses Selbstmitleid, es war einfach too much. Dann kam noch dazu Kate. Kate brauchte auch unheimlich lange, damit ich mich mit ihr angefreundet habe. Und der Einzige, der von vornherein sofort spontan richtig funktioniert hat, war für mich der Butler Dietrich von Louis der Butler. Er ist Deutscher, er ist mysteriös, er ist auch nicht ganz so, der folgsame Butler. Und er hat mehr Meinung als Jeeves. Vielleicht kennt ihr die Buchreihe Jeeves und Wooster, wo es ja der Butler und sein Herr, also wo es aus vom P.G. Woodhouse, ich liebe die Reihe, aber er ist halt nicht ganz so Jeeves-mäßig, aber er hat auch versteckte Talente. Ja, er nimmt sich auch ordentlich was raus. Der Herr kriegt erst Respekt, der Herr kriegt immer den Respekt, den er vor sich selber hat. Ja, es hat für mich gebraucht, mit den Charakteren sonst warm zu werden, außer Dietrich. Und erst so ab der Hälfte hat es bei mir gefunkt. Also erst so ab der Hälfte, kurz hinter der Hälfte, habe ich angefangen, mich für Kates Werdegang zu interessieren. Und habe dann auch gedacht, Kate gefällt mir als Charakter sehr, sehr gut. Ich war am Liebäugeln, den nächsten Band dann auch mal anzuvisieren, weil es gibt einen zweiten Band ja schon. Und habe gedacht, okay, wenn jetzt Louis vielleicht noch ein bisschen besser wird und das Ende gut ist, dann bin ich mit dem Buch versöhnt. Es war auf 3 Sterne, es hatte tendiert zu 4 und dann kam das Ende und es ist auf die 2 runtergefallen. Es ist wirklich ein Buch, zu dem ich leider 2 Sterne geben musste. Nicht musste, mich hat ja niemand gezwungen, aber ich hätte mich mit 3 nicht wohlgefühlt, weil 3 sind für mich Bücher, die ich gerne gelesen habe, bei denen ich aber nur sagen würde, die würde ich nicht nochmal lesen. Bei diesem Buch habe ich mich geärgert, dass ich es gelesen habe. Und das Ende hat alles kaputt gemacht. Ich habe mich erst eine ganze Zeit gequält durch dieses Buch. Was heißt gequält? Aber ich war uninteressiert. Und dann klebe ich mich ein und dann kommt ein Ende, das die ganze Erfahrung des Buches oder das, was gerade aufgebaut wurde, zunichte machte. Deswegen waren es dann auch keine 3 Sterne mehr, sondern nur noch 2. Ich werde die Reihe nicht weiter verfolgen, aber wenn ihr jetzt historische Krimis mögt und euch von dem Cover und was ich jetzt hier gesagt habe angesprochen fühlt, versucht es bitte. Das andere ist, was ich noch gleich dazu sagen muss, ist, dass ich habe es euch in den Vlogs genauer gesagt, dass warum es mir auch so wichtig ist, aber der Alkoholismus wird hier nicht als Krankheit dargestellt, was es hier eigentlich ist, sondern es musste noch nicht mal wirklich als Krankheit dargestellt werden, diese Sucht. Aber irgendwie kam das sehr für mich rüber, als wenn es als Charakterschwäche dargestellt wird. Und das ist es ganz bestimmt nicht. Es ist keine Charakterschwäche. Auch wenn dieses Buch es irgendwie nahelegt, dass es das ist. Und das fand ich halt nicht gut behandelt, das Thema. Dazu sei noch gesagt zu dem ganzen Buch, dass der Schreibstil flüssig und gut zu lesen ist, also alles super. Ich habe es auch noch zeitweise als Hörbuch gehört, weil es bei Spotify jetzt auch als Hörbuch online ist. Es geht irgendwie 10 Stunden oder so. Und ich muss sagen, dass ich mit dem Hörbuchsprecher nicht gut klargekommen ist. So eine gute Stimme, alles angenehm. Nur sobald er Frauen gesprochen hat,
waren diese Frauen für mich unmögliche Gestalten. Auch Louis hat da teilweise sehr, sehr unsympathisch gesprochen, dass er noch unsympathischer für mich wurde als eigentlich überhaupt in dem Buch. Aber gerade wenn er die Frauenstimmen spricht, geht es irgendwie grandios daneben. Also Kate wirkte dann nicht mehr so, wie ich sie mir in meinem Kopf vorlesen würde. Das ist halt, es hat nicht gewirkt. Und die Frauen waren halt wirklich alle irgendwie Karikaturen von Frauen. Also deswegen würde ich sagen, greift lieber zum Buch und weniger zum Hörbuch. Ja, das war's jetzt von mir zu diesem Buch. Ich wünschte, ich könnte euch davon vorschwärmen, aber für mich, wie gesagt, kaum, dass ich mich anfreunde, kam das Ende und nein, ich hatte dann keine gute Leseerfahrung mehr mit diesem Buch und ich wünsche euch jedenfalls das Beste. Ich hoffe, ihr habt richtig tolle Bücher am Start und wie immer sage ich, ich möchte euch nicht abhalten, von diesem Buch zu lesen. Ich ermutige euch sogar noch dazu. Ich will euch nur sagen, ich will euch nur bestmöglich informieren. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.